Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Out of the Dark bei dem YouTube-Kanal für alle Angehörigen da draußen von psychisch Kranken. Hier ist wieder euer Flipper und im heutigen Beitrag möchte ich über das Thema Konfliktmanagement im Umgang mit psychisch Kranken sprechen. Denn ich bin mir sicher, du als Angehöriger eines psychisch Erkrankten wirst Situationen kennen, in denen es immer wieder zu Streit und Auseinandersetzungen kommt. Und wie man damit lernt umzugehen, darüber möchte ich im heutigen Beitrag sprechen. Und wie immer bei meinen Beiträgen geht es ja darum, das Nicht-Sichtbare für dich sichtbar zu machen und das für dich out of the dark zu holen, damit du eben ein breiteres Wissen, einen größeren Erfahrungsschatz im Umgang mit deinem psychisch Erkrankten nach und nach entwickeln kannst. Und das soll natürlich längerfristig dazu beitragen, dass du mit dieser herausfordernden Situation, in der du dich aktuell befindest, immer besser zurechtfindest und immer besser lernst, damit umzugehen. Und in diesem Zusammenhang stellt sich ja zunächst einmal die Frage, was ist denn überhaupt ein Konflikt? Und der Begriff kommt aus dem Lateinischen, Konfligere, meint das Zusammentreffen unterschiedlicher Einstellungen, Erwartungen, Interessen, Meinungen, Wertevorstellungen oder Zielen von Organisationen, Personen, gesellschaftlichen Gruppen oder Staaten. Das heißt, bei einem Konflikt sind immer zwei Seiten beteiligt. Das heißt natürlich im Umkehrschluss, wenn Person A mit Person B ein Problem hat, aber Person B nicht mit Person A, dann kann man in diesem Zusammenhang auch von keinem Konflikt sprechen. Ein gutes Beispiel hierfür wäre jetzt, wenn du sagen würdest, du kannst Cristiano Ronaldo nicht leiden, dann wäre das überhaupt gar kein Konflikt, weil Cristiano Ronaldo dich zu ganz hoher Wahrscheinlichkeit überhaupt nicht kennt und auch nichts darüber weiß, dass du ihn nicht leiden kannst. Und dementsprechend gibt es zwischen dir und Cristiano Ronaldo auch keinen Konflikt, sondern einfach nur eine Ablehnung gegenüber Cristiano Ronaldo deinerseits. Ihm persönlich wird das wahrscheinlich egal sein, beziehungsweise er wird es überhaupt nicht wissen. Jetzt stellst du dir wahrscheinlich die Frage: Okay, Flipper, soweit verstanden. Zum Konflikt gehören immer zwei Parteien. Aber wenn es sich jetzt um einen Konflikt handelt, wie kann man diesen Konflikt managen? Und in diesem Zusammenhang gibt es letzten Endes nur fünf Möglichkeiten, die dir in so einer Situation zur Verfügung stehen. Das ist einmal an allererster Stelle das Entgegenkommen und Nachgeben. Ja, das heißt, dass du deine eigenen Interessen hinten anstellst und eben den Vorgaben deines Gegenübers folgst. Die andere Möglichkeit ist der Versuch einer Zusammenarbeit. Das heißt, aus dem Konflikt eine Win-Win-Situation zu kreieren. Dann steht dir noch zur Verfügung das Konkurrieren und Dominieren, also dass du versuchst, so viel Druck auszuüben, dass dein Gegenüber nachgibt und sich deinen Forderungen oder Wünschen unterwirft. Und die andere Möglichkeit besteht für dich darin, den Konflikt zu vermeiden oder zu guter Letzt eben noch einen Kompromiss zu finden. So, eine der fünf Möglichkeiten ist gerade im Umgang mit psychisch Erkrankten meist schwierig zu erreichen. Das ist nämlich die Zusammenarbeit, also eine Win-Win-Situation zu kreieren. Da Menschen mit psychischen Erkrankungen in vielen Fällen, ja, und das sage ich jetzt mit Vorsicht, aber in vielen Fällen eben dazu neigen, destruktiv zu sein. Daher ist es für dich als Angehöriger kaum möglich, so eine Win-Win-Situation in einem Konflikt zu erreichen. Somit stehen dir eigentlich nur vier Möglichkeiten zur Verfügung. Das heißt, einmal das Nachgeben, was dazu führt, dass du zwar viel an Energie sparen kannst, weil du eben diesen Konflikt nicht austrägst. Aber auf der anderen Seite führt es natürlich zu einem Sinken des Selbstwertgefühls und der Selbstwirksamkeit. Dann das Vermeiden ist natürlich auch eine Strategie, die häufig angewendet wird von Angehörigen von psychisch Erkrankten. Das führt aber natürlich auch nicht längerfristig dazu, dass du in irgendeiner Art und Weise einen positiven Umgang damit lernst, mit der Erkrankung deines Angehörigen umzugehen. Denn Menschen, die Vermeidungsstrategien
anwenden, sind meist Menschen, die mit Situationen überfordert sind oder sich in diesen Situationen sehr hilflos fühlen. Die andere Möglichkeit besteht natürlich im Konkurrieren und Dominieren, also dass du dich letzten Endes durchsetzt. Das erfordert aber ganz, ganz viel an Energie und Durchhaltevermögen und birgt natürlich die Gefahr, dass daraus wiederum neue Konflikte entstehen. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich die Kompromissfindung, dass man sich irgendwo in der Mitte annähert, dass keine Seite so wirklich nachgeben muss, keine Seite aber auch so wirklich das durchgesetzt bekommt, was sie haben möchte. Und diese Kompromissfindung ist an sich immer eine gute Sache. Es ist aber natürlich immer auch die Frage, wie lange es wieder dauert, bis ein neuer Konflikt aufkeimt, um sozusagen wiederum diesen ausgehandelten Kompromiss auf den Prüfstand zu stellen. Ja, jetzt wirst du dir vielleicht denken, Okay, jetzt gibt es hier diese fünf Möglichkeiten, die du mir vorgestellt hast, lieber Flipper. Aber du sagst ja selber, dass keine dieser fünf Möglichkeiten mir etwas beim Konfliktmanagement mit meinem psychisch erkrankten Angehörigen so wirklich weiterhilft, oder? also in gewisser Weise ist es tatsächlich so. Ich möchte gleich noch auf einen Aspekt eingehen, von dem ich persönlich denke, dass er dir tatsächlich weiterhelfen kann. Aber ganz allgemein gesprochen kann natürlich jede dieser fünf Strategien in der einen oder anderen Situation weiterhelfen. Das Problem bei diesen Strategien besteht aber immer darin, dass es eine positive Seite daran gibt, aber natürlich auch eine negative Seite. Und darüber muss man sich natürlich immer im Klaren sein. Und das ist auch das, was ich ja immer wieder auch betone. Hier auf diesem Kanal geht es ja darum, dass du dir über gewisse Mechanismen im Umgang mit deinem psychisch erkrankten Angehörigen bewusst werden musst. Weil ganz viele Konflikte und generelle Situationen, die du im Umgang mit deinem psychisch erkrankten Angehörigen hast, erschweren dir das Leben, weil du dir über die Art und Weise, wie du handelst, in vielen Fällen gar nicht so wirklich im Klaren bist. Und sich das mal zu vergegenwärtigen und sich klarzumachen, wie reagiere ich denn eigentlich in den einzelnen Situationen, welche Handlungsmöglichkeiten stehen mir da zur Verfügung und welche Vor- und Nachteile haben diese Handlungsmöglichkeiten, wenn ich sie nutze. Zusammengefasst und ganz konkret bedeutet das, bevor ich jetzt auf meinen Praxistipp zu sprechen komme. Wir haben zunächst mal darüber gesprochen, was ein Konflikt ist, dass zu einem Konflikt immer zwei Parteien gehören. Dann hast du fünf Handlungsmöglichkeiten kennengelernt, wie man auf Konflikte reagieren kann, beziehungsweise mit diesen umgehen kann. Jetzt ist es klar, dass natürlich in der Auseinandersetzung mit einem psychisch erkrankten Angehörigen es sich um einen Konflikt handelt. Das heißt, es sind zwei Parteien, du und der psychisch Erkrankte, die sich über etwas streiten. In den meisten Fällen geht es ja bei diesen Streitereien um Schuldzuweisungen. Das heißt, es geht jetzt gar nicht darum, dass man sich in der Sache um irgendetwas streitet, sondern es geht hauptsächlich um Schuld und es geht darum, dass der psychisch Erkrankte seine negativen Gefühle bei irgendwem abladen kann. Und das kann er natürlich nicht auf dem Arbeitsplatz machen, bei seinen Kollegen, weil die werden dafür kein Verständnis haben. Psychisch erkrankte Menschen müssen das bei den Menschen machen, die ihnen am nächsten stehen und die ihnen am wichtigsten sind. Das heißt, in Bezug auf das Konfliktmanagement, wenn du eine Auseinandersetzung hast mit deinem psychisch erkrankten Angehörigen, ja, der vielleicht dich als Person in Frage stellt, dir Vorwürfe macht oder Schuldzuweisungen, dann sei dir einer Sache gewiss. Es geht hierbei nicht darum, wer Schuld hat oder etwas falsch gemacht hat. Es geht fast nie um etwas Inhaltliches, sondern es geht darum, diese negativen Gefühle, die Menschen aufgrund ihrer psychischen Erkrankung haben, irgendwo abzuladen. Und um eine Rechtfertigung zu haben dafür, warum man so emotional geladen argumentiert, warum normale Gespräche völlig eskalieren, wird irgendein Thema herangezogen, um auf Grundlage dieses Themas, um das es überhaupt nicht geht, die negativen Gefühle abzuladen. Das ist ein bisschen so, wie wenn du in einem Kleidungsgeschäft bist, dir einen neuen Anzug kaufen möchtest.
und mit dem Verkäufer oder der Verkäuferin ein bisschen Smalltalk hältst, dann geht es ja nicht um den Smalltalk, also es geht nicht darum, dass der Verkäufer mit dir über Gott und die Welt sprechen möchte, sondern er möchte dich nach und nach in ein Verkaufsgespräch verwickeln, dass du am Ende den Anzug in seinem Geschäft kaufst. Und so ähnlich verhält es sich auch im Konflikt mit psychisch Erkrankten. Es geht nicht um das Thema an sich, sondern es geht darum, Druck, Frust und negative Gefühle loszuwerden. Und dafür werden sämtliche banale Themen herangezogen. Das heißt für dich konkret, wenn es das nächste Mal zu einem Konflikt kommt, egal über welches Thema hierbei gestritten wird, sei dir bewusst, es geht gar nicht um das Thema. Es geht nicht darum, dass du recht hast oder der psychisch Erkrankte recht hat. Es geht nur darum, dass dieser seine negativen Gefühle irgendwo abladen kann. Und wenn du das im Hinterkopf behältst und das auch als Prämisse oder als Rahmen in dieser Diskussion mit deinem Angehörigen dir vergegenwärtigst, dann gibt es für dich auch überhaupt gar keinen Grund, in irgendeiner Art und Weise diesem Gespräch aus dem Weg gehen zu wollen. Denn es geht nicht um das Gespräch an sich, sondern es geht darum, Druck abzulassen. Es macht auch keinen Sinn, versuchen, das Gespräch zu dominieren. Es geht nicht um den Inhalt des Gesprächs, wer recht hat und wer nicht, sondern es geht darum, Frust abzulassen. Es geht auch nicht darum, einen Kompromiss zu finden. Es geht darum, Frust abzulassen. Es geht auch nicht darum, irgendwie sich inhaltlich anzunähern oder gar unterzuordnen. Das mag alles vordergründig eine Rolle spielen, aber letzten Endes im Hintergrund geht es darum überhaupt nicht. Deswegen brauchst du der inhaltlichen Diskussion, die geführt wird, meines Erachtens nach und meiner Erfahrung nach gar keinen allzu großen Stellenwert beimessen, sondern es geht darum, diese ganzen negativen Gefühle, die mit einer psychischen Erkrankung einhergehen, abzuladen. Und wenn du das im Hinterkopf behältst bei Konflikten mit deinem psychisch erkrankten Angehörigen, dann ist das die beste Form des Konfliktmanagements, weil dann kannst du das, was besprochen oder das, worüber gestritten wird oder das, was dir vorgeworfen wird, auch einordnen. Denn du weißt, es geht nicht um den Inhalt, es geht nicht um dich als Person, sondern es geht darum, negative Gefühle loswerden zu können. In diesem Sinne hoffe ich natürlich wie immer, dass ich dir mit diesem Beitrag weiterhelfen konnte. Wenn dir dieser Beitrag gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da. Ansonsten vergesse nicht, den Kanal zu abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dein Flipper. Ciao.